So, ich habe jetzt hier noch einen Fotografen neben mir stehen. Das ist der? Dominik Penz, servus. Ja, hi, grüß dich. Und du bist auch selbstständiger Fotograf oder eher Hobby? Na, ich bin schon selbstständiger Fotograf im Musikbereich, Musik-Event-Bereich. Okay, und das hört sich ja ganz cool an. Wie bist du so in diese Sparte reingekommen? Ich habe mit 14 meine erste Kamera gekauft mit meinem Konfirmationsgeld. Und dann habe ich selber Musik gemacht im Alter von 14, 15, 16. Und habe ich dann bei den Konzerten immer dann die anderen Bands fotografiert. Und so hat sich das dann irgendwann raufgeschaukelt. Also von Jugendhaus-Konzerten bis dann irgendwann Bon Jovi in der Wembley Arena in London oder Kiss in Stuttgart. Und so hat sich das Ganze entwickelt dann. Ah, okay. Und du kommst auch gebürtig aus Stuttgart oder in dem Umkreis? Bist du aktiv oder? Genau, also gebürtiger Schwabe. Ja. Natürlich ist Stuttgart und Süddeutschland mein Raum sozusagen, aber ich bin auch viel in Los Angeles und in Kalifornien unterwegs. Dann hast du natürlich die Musikindustrie auch eine große und allgemein die Eventindustrie eine große und somit bin ich immer hier und dort und überall sozusagen. Das ist ja sehr cool. Ich meine, es liegen ja schon ein paar Kilometer zwischen Stuttgart und Los Angeles und auch so von der, ich würde mal sagen, Kultur von der Stadt ist es ja auch ein Unterschied. Wie oft bist du dann im Jahr da? Das variiert. Also ich war jetzt erst letzte Woche in Los Angeles, aber kommt immer drauf an, also in der Sommersaison bin ich natürlich öfter hier, weil wir hier viel mehr Konzerte haben oder Festivals haben, Rock am Ring, Wacken, Open Air, aber es dreht sich dann schon so immer 3-4 Wochen, dementsprechend kann man das dann sagen, also es sind dann schon 2-3 Monate im Jahr, wenn nicht noch mehr, also es gab auch schon längere Zeit, 6 Monate, 7 Monate, das variiert dann immer, also ich bin dann immer nicht nur dort und nicht hier, sondern ich bin hier mal eine Woche, bin da mal 2 Wochen, aber größtenteils bin ich dann schon hier in Deutschland und dann für die Aufträge und Konzerte dann immer nach L.A. Mhm. Oder wo es mich auch immer anders hintreibt, das weiß man ja nie. London, Paris, Mark Röningen, wo ich herkomme. Okay. Naja, es ist unterschiedlich. Ja. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und wie lange fotografierst du jetzt schon? Also ich wurde jetzt vor, heute haben wir den wievielten, den 26. Ich wurde vor 2 Wochen junge 25 Jahre alt. Und dementsprechend 10 Jahre mache ich das schon. Also wie gesagt, mit 14, 15 angefangen. Natürlich nicht 10 Jahre hauptberuflich. Hauptberuflich jetzt wie lange? Nach der Ausbildung. Also ich schätze mal so 6 Jahre. Ja. So dürften es schon sein. Okay, auch als Fotograf genau, ausgebildet? Richtig. Mhm. Okay. Genau, richtig. Und was auch passend ist, ich bin jetzt hier auch da, um meine Dokumentation sozusagen zu drehen. Teile gerade auch Interviews mit Kollegen und Freunden, Musikern, denn 10-Jahres-Jubiläum, das sollte man irgendwas machen, da hatte ich dann die Idee, mach doch einfach mal so eine Art Film-Dokumentation, wo ich dann in Zusammenarbeit mit Musikern, Promotern und verschiedenen Personen, die mich in den 10 Jahren begleitet haben, dann einfach so eine Art Zusammenschnitt zu machen. Und das passt ganz gut, denke ich. Und jetzt hier auf Fotokina trifft man den einen oder anderen Kumpel und Kollegen. Was ist so dein Hauptgrund für die Fotokina, dass du hierher gehst? Ja, der Hauptgrund ist, denke ich, für mich dieses Jahr ist Networking. Mhm. Also Leute treffen, Kollegen treffen, einfach sich mit Leuten austauschen und über alle möglichen Themen reden, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Oder weil hier treffen sich viele Leute, die kommen aus Deutschland oder aus der ganzen Welt zusammen. Und deswegen ist für mich in erster Linie das Networking wichtig, Socializing sozusagen. Und natürlich bin ich ein alter Freund der guten alten Fotografie. Deswegen werde ich mich relativ lange heute in der Leica Gallery aufhalten und werde mir bei Leica viele Ausstellungen angucken. Und ich bin eher so für ja, die Ausstellungen und Fotos anschauen, weil ich denke, Technik kann man sich auch schon damit beschäftigen im Internet oder sich reinlesen. Und was ich schon gesehen habe, bei Canon ist, am Canon-Booth ist halt schon relativ viel los. Und ob man da jetzt kurz die Kamera in der Hand hält und sie anguckt, denke ich, kann man auch dann in den nächsten Wochen in den Fotofachhandel machen. Deswegen ist meine Priorität das Socializing. Ja, sehe ich auch eigentlich genauso. Und wo wir schon bei Socializing sind, wo kann man dich am besten finden? Bei Facebook oder Website? Darfst du auch gerne mal nennen? Ja, unter www.penz-art.com oder einfach dominikpenz.com. Aber natürlich auch auf den Plattformen wie Facebook, Instagram. Einfach Vor- und Nachname eingeben und dann sollte man mich relativ schnell finden können. Ja, also gerne ein Like dalassen. Okay, cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dir noch viel Spaß auf der Fotokina.